André Amkreuz für 8 Video Productions und Kunsthof 15. Heute sind wir zu Gast bei Frau Olga Stenz. Wir machen ein Interview mit Frau Stenz als Künstlerin, aber wir wollen auch mehr wissen über der Person Olga Stenz. Und da möchte ich doch anfangen, etwas weiter zurück, Frau Stenz, denn Sie sind keine Deutsche, Sie sind genau wie Ausländerin, wie wir hier in Deutschland sind, vielleicht sagen. Und ich möchte gerne wissen, wo sind Sie geboren und was haben Sie in Ihrer Jugend gemacht? Ich bin geboren in Moldawien, in 1959. Jahre, in April. Okay. Und in diesem Land habe ich nicht lange gewohnt, weil wegen berufliches Arbeit von meinen Großeltern, bei welchen ich habe erwachsen, wir haben immer verreist in die südlichen Länder, in Russland, das war Kaukasus, das war sogar 2 Jahre Tschetschenien, das war Grenze Iran, das war die Aserbaidschan und dort, wir haben mit ganzen Familie gewohnt zusammen, ich war da auch als Kind noch. Danach, ich habe zum Schule möchte ich in großer Stadt lernen. Und da habe ich, wir haben umgezogen nach St. Petersburg. Okay. Und 23 Jahre, ich war in St. Petersburg, studiert, gearbeitet, geheiratet. Und das war in welcher Zeit? Natürlich, bitte? In welcher Zeit war das? Das war 1975, wir haben umgezogen nach St. Petersburg. Das war also nach der traditionellen... Ich war noch in Schule. Ja, ja, okay. Ja. Und Abschluss meiner Schule und danach ist meine Studio, da habe ich alles in der, ja, ja, in der Stadt. Da gibt es wunderschönes, natürlich... eine schöne Stadt. Ja, da brauche ich nicht erzählen, nee, weil wäre das einmal da gewesen, dann muss es nochmal da. Ja. Und ist es in dieser Stadt, dann leben Sie, werden Sie groß, erwachsen, in einer Stadt mit sehr viel Kunst, eine sehr schöne Stadt. Ja. Hat das noch eine Bedeutung, dass man da... erwachsen wird. Was hat das für Sie bedeutet, als jetzt als Künstlerin, dass Sie da... In dieser Stadt, ich natürlich habe sehr, sehr viele Ausstellungen besuchen. Ja. Ich war in den 7 Jahren besuchen Atelier von einem diplomierten Künstler, der ist, war mir Methode und Hintergründe gezeigt, wie das alles in dem Bild mit Öl bearbeitet wird. Selber war die Grafiker und da habe ich 2-mal die Woche Unterrichte seine besuchen. Das war 7 Jahre so gedauert. Haben Sie, waren das Besucher, weil Sie die Technik vom Mann gelernt haben oder haben Sie nur zugeschaut bei dem Mann? Ich habe meistens zugeschaut, alleine habe ich ausprobiert was. Aber damals habe ich einen anderen Beruf gehabt. Ich habe noch bei meiner, was ich gelernt, mit Kindern gearbeitet. Deswegen habe ich gemalt nicht viel. In der Zeit, ich habe viel mit Mosaik gearbeitet. Ich habe von Mosaik gemacht, viel Ostereier und dann verschmuckt diese Eier. Ja. Natürlich, das war Spaß auch zum Präsentieren bei Ausstellungen. Das war ein wunderschönes Kunstzeit, soll ich sagen. Ja. Und das war unter dem Regime, da war es ja noch sehr kommunistisch in Russland, war ein großes Russland damals noch. Dann hat man auch da auch so seine Gedanken gehabt über Kunst. Im ehrlichen Mal hat dann, wenn man da erwachsen wird in so einem Land, wo vieles bestimmt ist, welchen Einfluss hat dann das, wenn du erwachsen bist, auf dein Kunsterleben, auf die Art, wie du Kunst aufnimmst? Lebt in einer schönen Stadt mit viel Kunst? Aber viel Kunst ist vorgeschrieben durch den Staat. Ja, hatten die Künstler viel Freiheit, um sich zu äußern, so wie man das hier im Westen konnte? Also in Russland natürlich, dass es schwierig sagen, erklären. In großen Staaten natürlich wie überall, egal welches Land es ist. Da gibt die Menschen arm, da gibt mittlere, da gibt die ganz reiche Menschen. Wenn Menschen sind Kunst verliebt, ja, der merkt das alles nicht. Okay. Der sieht nicht, er arbeitet einfach.
Und das war diese 7 Jahre in diesem Privatstudio meine Arbeit. Und ja, ich soll sagen, dass es so viel Besuchen die, in meinem Leben, ich war nie Ausstellungen und alle Museen durch und die Kunstpalast und russische okay. große, russische Museum in Mieterstadt und Ermitage und das jeder kennt, das ist die riesige und berühmteste, die ja, stimmt. Ja, weltberühmte Kunstwerke da ausgestellt und das ist sehr, sehr beeindruckend für ganz mein ja. Leben. Darf ich da auch die Schlussfolgerungen ziehen, dass Sie sich nicht gehemmt gefühlt haben in Ihrer Entwicklung als junger Mensch und als Künstler, als Sie damals in der Sowjetrepublik lebten? Sie hatten genügend Gelegenheit, um sich selber zu äußern, wie Sie das möchten. Da habe ich leider nicht genug dafür Zeit, okay. weil in dem Land müssen einfach leben. Okay. Und das soziale System ist nicht so nach Menschen ja. wie in Deutschland geschützt und deswegen müssen das stabile Geld verdienen. Mit Kunst natürlich, das ist ab und zu, aber ich habe damals alleine geblieben mit zwei meiner Söhne, da muss ich natürlich arbeiten und Geld verdienen. Ja, und man muss ja leben. Seele, ja. natürlich, ja. das bleibt ja. das Gleiche. Ja. Das Leben ist manchmal hart. Ja, ja, ja. das ist hartes Leben. Aber ich bin zufrieden, dass bin ich da geboren bin und ich bin sehr stolz, dass bin ich in Russland geboren bin, weil dieses Land ist das wirklich großartig mit Kunst. Ja, ja, das gebe ich von. Aber dann gehen Sie weg. Was war der Anlass, um aus Russland wegzugehen? Warum? Ja. Ich habe nach Deutschland gekommen, weil wenn ich nach meiner deutschen Wurzel ist, habe Recht in Deutschland mich umsiedeln und umgesiedelt. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist, kann ich hier auf der Erde meine vergangene Wurzel mein neues Leben bauen. Ich bin schon lange eingebürgert, über 12 oder 13 Jahre natürlich. Und ich habe deutsche Familie, ich bin sehr glücklich. Ja. Und ich habe ein schönes Mann getroffen nach vielen Jahren. Wir haben mit ihm geheiratet und hier umgezogen. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich habe diese Möglichkeit jetzt präsentieren so. Und tun. Also es war eine gute Entscheidung für Sie als Mensch und als Künstlerin, dass genau. Sie weggezogen sind. Ja. Und dann ist es natürlich auch ein großartiges Erlebnis, wenn Sie zurück in das Land, wo die Wurzeln sind, um das Land kennenzulernen. War das ein Kulturschock, als Sie damals aus der Sowjetunion in Deutschland kamen? Denn das waren noch die, nicht das Deutschland von jetzt, sondern war es noch die Bundesrepublik. Ja? War das ganz anders oder wie haben Sie das erfahren, dass hier kommen? Ich sehe das Land, die Leute, wie die leben, wie die miteinander. Also natürlich, das war ein sehr großer Schock für ja. mich, weil ich habe überhaupt keine Deutsch noch kennen. Ich habe Möglichkeit da nicht studieren mich und Arbeit gleichzeitig. Natürlich ein paar Wörter kann ich sagen, aber das ist nicht gereicht für mein Leben nee. Erstmal. Okay. Natürlich war ich sehr schockiert und ich habe hier die erste Zeit im Pflegedienst gearbeitet, bei Arbeiter-Samariter-Bund, ambulant und habe schwerbehinderte Leute betreut, alleine. Und das war eine sehr gute Arbeit, weil ich liebe Menschen und da fühlst du, dass Menschen auch warten dich und du machst für Menschen gut und kriegst das auch zurück, die gut. Ja. Und das ist die, diese Arbeit natürlich war große Spaß mir im Leben gemacht, aber... Wir haben ja mit den Leuten geredet, ja? Sie konnten ja fast kein Deutsch. Oder war das mit Händen und Füßen? Nein. Da, wenn es am Arbeit ist, dann lernt man total schnell. Ja. Dann, wenn Mensch etwas braucht, du verstehst, was er braucht, ja. weil ich habe Augen und Ohren. Und wenn er dir das sagt, dann lernt man schnell. Ja, das stimmt. Und das war ruckzuck schnell gelernt. Ja. Ja.
Und wann bekamen Sie wieder Zeit, um sich mit der Kunst zu beschäftigen? Ich habe mit Kunst beschäftigen angefangen, seit wann wir hier umgezogen sind. Das war 2006 und ich habe nach 2 Jahren hier angefangen, mit Kunst auseinanderzusetzen. Wenn ich auf Ihre Webseite schaue, ich habe ja eine eigene Webseite, Olga Spence, und dann sagen Sie da selber, ich bin Autodidakt. Aber wenn das so wäre, in der Sowjetunion haben Sie damals schon bei einem der bekannten Maler Unterricht gehabt. Aber Autodidakt im Sinne, Sie haben kein Studium gefolgt an der Kunstakademie, aber Sie haben von Leuten gelernt. Ja, das habe ich mal viel gesehen, aber malen habe ich, ich habe einfach keine möglichen finanziellen Möglichkeit, dass es mich investieren. Ja. Weil ich habe erzählt, 2 Söhne und dann muss ich da sorgen. Erstmal, das war ganz wichtig. Und hier in Deutschland, ich habe Unterricht in der Akademie genommen. Okay. Das waren die akademischen Kursus in Hornbusch von Köln. Da waren Leute organisiert für den sowas, Menschen, welche möchten weiter sich entwickeln. Diese Kursus, ich habe das gemacht, aber was ich gemacht, ich habe die freie Malerei bei Petra Valentiner gelernt und das war natürlich diese schöne Gesellschaft von Menschen und das war eine wunderschöne Zeit, würde ich sagen. Dann ist man tätig in so einem Kurs und dann entwickelt man dann auch in Ihrem Fall eine Vorliebe für eine bestimmte Art von Kunst. Man kann Landschaften malen, man kann Figuren malen, man kann Impressionismus, man kann Expressionismus, man kann abstrakt machen, kann eigentlich alles machen. Was hat ihn dazu gebracht, um das zu wählen, was ich hier zu um mich her sehe? Das, dann sind Sie schon im Weg gegangen, aber wie kommt man zu? Ja, das ist eine interessante Frage. Anfang war natürlich für mich, ich möchte mich zeigen, ich möchte mich ganz aktiv anfangen in Malerei, aber ich noch nicht kann und deswegen habe ich genommen eine Postkarte von Van Gogh und da habe ich dann inspiriert auf Leinwand, wie ich kann und ja, was habe ich gehört, dass er nur sagt, voilà. Man lernt, wenn man etwas Schönes sieht und man sagt doch, versuche ich mal nachzumachen, ne? Dann sieht man auch, was man falsch macht und was man gelernt hat, kann man damit so arbeiten als Autodidakt, man schaut sich um und ja, da sind Maler, die dich inspirieren, da sind noch Maler, deren Stil sie gerne folgen. Haben Sie so einen Maler, den Sie sagen, da habe ich schon eine sehr strenge Vorliebe für? Ja, ich habe das inspiriert, den Kunstwerke, welche sowas, welche möchte einfach ausprobieren von berühmter Künstler. Wie ich habe das geschafft, das muss ein anderer sagen, das kann ich über mich selber. Nee, weil wenn ich Ihre Webseite lese, dann lese ich auf Ihrer Webseite, dass Van Gogh ein Maler ist, der Sie besonders betroffen hat, der Sie besonders inspiriert hat. Mhm. Weshalb? Warum nicht Rembrandt oder Vermeer oder Renoir? Das weiß ich nicht, das ist einfach meine Art zu malen. Ich habe nicht speziell möchte das machen. Das ist einfach meine Art, wie ich malen kann und wie ich fühle mich wohl. Sie erkennen sich selber zurück in die Art, wie so ein Van Gogh sein wird. Das setzt Sie sehr grob auf. Ja? Das, ich habe selber das nicht gewusst, dass ich wirklich diese Art zu malen habe. Ja. Anfang habe ich alles ausprobiert und danach leichteste Art für mich und besonders beliebte Art, welche ich mich wohlfühle, das war die Art, wann ich mich selber ausdrücken kann auf Leinwand. Sie entwickeln einen eigenen Stil. Genau, mein eigenes Stil habe ich selbst entwickelt. Ja. Das ist ja wichtig als Künstler. Das hat 10 Jahre gedauert, dass es Katalogen haben. Ja. Auch gemacht und ein Buch. Das ist eine glückliche Zeit und voll Arbeit. Ja, sitzen wir bei Bildern von Ihnen und ich weiß, das haben Sie mir vor dem Interview erzählt. Hier hängen Bilder, die doch sehr besonders
für Sie sind. Ich muss über diese Bilder natürlich was Besonderes reden. Okay, machen Sie. Einmalig zufällig habe ich gekauft die biblische Geschichte in ein Buch und die waren alle schwarz-weiß und da habe ich geblättert und da mir war irgendwie so begeistert. Da habe ich lange nachgedacht und ob das ich ein Bild zu probieren mal vielleicht kann. Einfach an mich selber ausprobieren. Da habe ich das gemacht. Mir war sehr, sehr selber gefallen. Da dachte ich, da probiere ich den nächsten. Mhm. Und das ist das Buch von Julius Schnorr von Karlsfeld, welche hat geboren 1794. Jahre und gestorben um 78 Jahre alt. Er war auch von Ostdeutschland in Dresden und da ist er begraben mit seinem Sohn. Er hat 9 Kinder gehabt und da ist voll interessant, seinen Lebenslauf zu lesen und diese Geschichte, welche er hat, sich in der Stiche, Holzgravur gemacht. Die war eine schwarz-weiße Foto. Und ich habe von diesem schwarz-weißen Foto das in Leinwand, in den Farben ausgesucht, die passende Farbe und natürlich inspiriert, dass vielleicht da bei seiner war kein Mia, ich habe Mia gemacht. Und das ist dann trotzdem erkennbar seine Stilmalerei, diese Renaissance. Und das ist natürlich, das habe ich mit dieser seine Großkunstwerke Foto schwarz-weiß, wie ich habe gesagt, das in der Leinwand in Öl mich ausgedrückt. Ja, die schwarz-weiß und dann kommen sie in Farbe. Ich habe mit Raster gemalt, ja. Weil das ist ohne Raster ist das sehr anstrengend. Diese vielen Objekte auf diese auf seine Werke, Holzwerke, diese Stiche heißt ja. Oder Gravur, Holzgravur kann auch ausdrücken. Und das ist sehr viele Objekten und das ist ohne Raster. Das ist sehr schwer. Sehr schwer. Sonst kann man die Figuren nicht so hinsetzen, wie sie in der Gravur sind. Jeder Millimeter hier ist bearbeitet mit Augen, Brille und Lupe aber und einem Pinsel oder Kleider. Aber wie haben Sie die Farben gewählt? Von Kopf. Das ist ganz einfach. Einfach ich habe nachgedacht und danach habe ich gemacht. Dass jeder Bild ist, das auch sehr Prozess, großer Prozess zu malen. Das dauert schon mehrere Monate, da es gibt Zeit, immer nachzudenken. Ja. Und natürlich den Aktpersona, das ist zum Beispiel, welche hier Aktpersona wir sehen, das ist die schon muss in die körperliche und mit Lichten bearbeitet werden. Das ist ganz besondere Arbeit, welche ich selbst geschafft. Das ist den anderen, welche mit Kleid und Umgebung und der Natur da, das ist, muss und alles passen und einfach, wie ich finde, zusammen harmonisch aussehen. Auffallend finde ich an die Farbe, die Sie wählen für diese Frau. Dann denkt man, hat sie das bewusst gemacht? Will sie da etwas mit sagen? Oder passt es einfach in das Bild hinein? Denn manchmal macht ein Maler auch mit Farbe ein extra Akzent. Für mich ist Rot Liebe. Ist das ein Liebespaar? Oder? Ja, das ist ein Liebespaar, genau. Und die sitzen dann da, ein bisschen schüchtern beide aussehen. Und deswegen, dieses Bild heißt die Gottes Söhne und die Töchter. Okay. Und das ist die Bild, ist das erzählt in Bibel, von Julius Schnorr von Karlsfeld. Das ist die, damals, was hat er das ausgedruckt sich in dem Bild. Und die andere Bild zum Beispiel oben, das erzählt über die Siedlung, Adam und Eva und dann ist die, die Bilder waren auch, dass es von ihm auf dieses Thema das auch ausgedruckt, dass es die war, seine Siedlung ausgesucht und im Frieden da gelebt und so was in der Bibel steht. Ja. Ne? Wenn man so etwas malt, hat dann Glaube noch etwas damit zu tun? Ja, ich bin sehr
soll sagen, ich glaube immer drin. Wie ich sage, was das heißt Liebe? Liebe, das heißt Gott. Was das heißt Gott? Gott, das Liebe. Und deswegen, dieses Thema ist näher zu meinem Herz und meiner Seele, ja, welche mich total berührt, und ich auf jeden Fall möchte weiterarbeiten auf diesem Thema. In dem Punkt Zeit habe ich 14 Bilder von Julius Schnorr, von Julius Schnorr von Karlsfeld inspiriert, und da mit großer Begeisterung möchte ich weiter das tun, ja, so lange wie ich. Also der Weg ist noch nicht zu Ende, aber dann habe ich ja eine Wand, die viel zu klein ist. 240 Bilder. Hallo? Der hat er gemalt. Gemacht. Holzschnitzer, ja. In dem Öl, das dauert viel länger. Ja. Da bin ich ein bisschen unsicher, ob ich alles schaffe, aber ich mache das nicht alles, weil da gibt totale komplizierte Episoden und Sujet. Und deswegen ich das auswähle, ein bisschen zwei, drei weiter. Ich möchte diese Geschichte natürlich schaffen. Und deswegen 240 Bilder, ich verspreche nicht, dass wir. Das ist eine Herausforderung. Und ja, es ist auch eine Herausforderung für das Haus, denn dann braucht es auch andere Wände. Wenn Sie alles aufstellen wollen, dann müssen Sie ja umziehen in ein großes Haus. Das wahrscheinlich. Ja. Ja. Haben Sie noch einen Traum als Künstler? Ein Traum als Künstler, was heißt das für Sie? Ein Traum. Ach so, als Künstler. Ja. Ein Traum als Künstler. Ja, ich habe einen Traum als Künstler. Ja, das ist meine Werke, es werden leben. Das ist das Erste. Und meine Werke bringen zu Menschen Freude und. Ja, dass Leute Freude haben an der Kunst, das würde ich aber, wenn Sie sagen, dass meine Werke leben, was meinen Sie dann? Ja, das ist unser Leben. Das ist kürzer, soll ich sagen, als die Kunstwerke. Und deswegen ist aber dass die Kunst weiterlebt. Jeder, ja natürlich, ja, jeder ja. Künstler träumt das, weil für mich das meine Bilder ist, meine Kinder auch. Ja, ja. Welche ich gesetzt auf diese Welt. Und die Kinder müssen überleben und die gehen weiter. Genau. In der Zukunft. Und meine Traum, großer Traum habe ich weiterzuarbeiten. Und Kraft haben. Ja, und dann das volle, die 240 Bilder noch machen. Oder sehen Sie in der Zukunft auch noch als Maler, ja, das sind auch vielleicht andere Sachen, die ich mache. Das schaffe ich nicht, so viele Bilder. Ich sage, ich weiß schon. Ist das Leben zu kurz? Ich sage, dass es gibt die Bilder, welche sehr, sehr kompliziert. Ich schaffe, wenn ich male sowas, was ich fühle, dass ich schaffe, dann nehme ich. Ein, ja. Wenn ich fühle, dass es für mich ist, das so will, und dass es trotzdem ist, 240 ja, ja. Bilder, wenn ein Bild 4 oder 5 bis 6 Monate gemalt wird, das ist natürlich ist, ja, schon anstrengend. Ne? Ja, ja. Ich schaue mal, so wie das Gott will. Ja. Und wie stehen Sie als Künstler zu Ausstellungen? Ist Kunst, wie finden Sie eine Ausstellung gut, um mit Ihrer Kunst nach draußen zu gehen? Oder? Wie stehen Sie dazu, zu Ausstellungen? Ich habe viele ausgestellt, ja, meine Kinder. Ja. Ist schon in meinem Leben, habe genug. In diesen Jahren, ich bin in Wien, habe Ausstellung, aber nicht einzige in den Gruppenausstellung. Macht das Spaß, Ausstellungen? Oder Arbeit? Ja. Oder Arbeit? Arbeit auch. Ja, Arbeit auch. Erstmal macht das Arbeit. Was ist die Arbeit an einer Ausstellung? Das ist Vorbereitung, Aussuchen, Nachdenken. Die Qual der Wahl? Bitte? Die Qual der Wahl? Man geht ausstellen, welche Bilder nehme ich mit, welche Das Wahl ist nicht. Das, nee? Ist, das ist relativ einfach. Das ist die Vorbereitung. Das heißt, nicht nur auswählen Bilder, sondern dass es noch müssen vorbereiten. Und das passende Bilder zusammen werden, das müssen die Lichter richtig sein, wenn es dunkle Bilder, die müssen viel Licht. Das ist natürlich alles Arbeit, ja, aber natürlich, das macht alles Spaß. Ja, Spaß. Ja, die Vorbereitung von welchen Bildern wähle ich und dann, wie platziere ich sie, wie ist das Licht drauf und ja.
Und dann das Publikum. Wie erleben Sie das? Publikum mag ich gerne. Ja. Wenn viel Publikum, das ist ein guter Zeichen. Wenn es wenig Leute kommen, das ist ein schlechter Zeichen. Publikum ist das meine Gewinn. Machen Sie Kunst, um zu verkaufen, oder machen Sie Kunst, weil Sie gerne Kunst machen? Über Verkaufen, ich habe nicht nachgedacht, dass es, ich mache nur Kunst, dass ich einfach das brauche für mich. Ja. Das gehört zu meinem okay. Leben. Und sich zu äußern. Sie wollen so Sachen da draußen bringen. Genau. Und das zeigen, ja. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, finde ich schön, und Sie verkaufen, dann verkaufen Sie ein Kind von Ihnen. Ja. Das, ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte. Ja, tu das. Dieses Bild hinter uns. Ich habe verkauft nach Flachs Museum 2012 und da habe ich damals nicht besucht in dem Museum und dann fühle ich intuitiv, dass mir es schlecht tut. Und da sage ich meinem Mann, lass uns kommen, schauen, wo meine Bilder hängt. Haben wir die letzten Jahre, 2017, das war Oktober, da gekommen in Flachs Museum und dieses Bild sehe ich nicht. Ich frage, wo ist die Bild, welche Sie von mir gekauft haben? Er sagt, weiß ich nicht. Ich sage, bitte, zeigen Sie mir. Und dann habe ich dieses Bild mit, welche da war verpflichtete Person, in der Lage gefunden, in den irgendwo im Schublade. Ich habe gesagt, finden Sie das gut, dass es so Werk liegt hier in der Keller und nach wo riecht in ihre Keller ein bisschen nach Schimmel, dass es mir gefällt nicht. Nee, das tut weh, ja. Fragen, wann das Bild werden Sie aufgehängt? Er sagt, irgendwann. Ja, ich sage, wenn irgendwann, dann ich bitte Ihnen zurück mein Bild, mir verkaufen. Der war sehr erstaunt. Ja. Und dann gefragt, was habe ich für Bild bekommen? Ich habe geantwortet, was ich bekommen und dann habe ich gleich Geld ihm gegeben und meine Kind nach Hause gebracht. Ja, da habe ich richtig gefeiert. Da habe ich richtig gefeiert, dass sie ist zurückgekommen. Ja, ja, das machen Künstler manchmal, ne? Dass sie Künstler verkaufen und dann ich habe zurückgekauft. Zurückkaufen, weil sie eigentlich etwas verkauft haben, was sie nicht verkaufen hätten sollen, oder? Also, dass Leute Kunst nicht die Würde geben, die Kunst verdient. Da habe ich habe das Gefühl, ich habe gerettet Leben, dieses Bild. Weil sonst geht da kaputt, liegt in der Nase, irgendwie nach Schimmel, das riecht irgendwann und das war mich sehr, sehr traurig gemacht und da kann ich das ohne Bild einfach nicht weg. Ja. Ich sage, ich bin erhaben, ich kann alles geben. Einer Mann sagt, nehmen Sie so. Ich sage, nein, ich habe doch Geld bekommen, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich gebe Ihre Geld zurück für Ihre Verein. Ja, ja. Das war viel Geld, aber ist das mir lieber haben hier. Ja. Jetzt haben wir schon über sehr viele Sachen gesprochen. Sind da noch Sachen, die Sie finden, ja, da möchte ich noch, das Thema möchte ich noch mal aufholen. Ich habe so das Gefühl, wir haben über Ihre Jugend, über was Sie als junge Frau gemacht haben. Sie haben mit Leuten verpflegt, Sie haben mit Kindern gearbeitet und Kunst und Sie leben jetzt sehr glücklich hier mit Ihrem Mann. Ja. Ja. Ist da noch etwas, was wir hinzufügen könnten in diesem Interview? Bei Ihrer Meinung? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden und tut mir leid, Ihre Frage. Nee, sind wir vollständig? Haben wir alle Themas, die für, ihn, alle für Themen Sie angefasst. Sind die für Sie wichtig sind? Ja. Ich möchte zum Schluss was lesen von mir selber, wenn ich darf. Ja, natürlich. Ist Ihr Interview. Sie hatten sich vorbereitet, hein? Ja. Ja. In diesen Arbeiten liegt eine große Befriedigung für mich und ich freue mich, dass ich in der Lage bin, das zu tun können. Eine Arbeit, das das tägliche Leben strukturiert, in den einen Sinn und eine Bestätigung gibt und für das Selbstbewusst von höherer Bedeutung. Ja, schön. Ich finde das einen sehr schönen Satz, um unser Interview mit abzuschließen. Ja, ich kann sagen, die Bilder malen für mich, dass es kommt von meiner Seele. Ja.
wie durch Sieb. Ja, genau. Und das ist die, noch möchte ich eine Zitat. Warte, noch ein Zitat, gut. Zitat, ja. Ich möchte ein Zitat für die Bilder, welche abstrakt sind, lesen. Yes. Mir charakterisieren mehrere Arten und Themen in meiner malerischen Sicht und Ausdruckweise. Die Bilder entstammen meiner Fantasie und kommen als meditative Ergebungen. Ich erfülle dabei die verschiedenen Lebenssituationen und analysiere sie künstlerisch in Farben und in Formen. Die Objekte in meinen Bildern sind ein Ausdruck meiner Gefühle auf Leinwand. Und dann kommt noch ein Zitat von dem: Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist unbegrenzt, hat gesagt Albert Einstein. Wenn durch die Fantasie nicht Dinge entstehen, die für den Verstand ewig problematisch bleiben, so wäre überhaupt zu der Fantasie nicht viel. Dies ist, wodurch sich Prose von Prosa unterscheidet, bei welchem denn Verstand immer zu Hause ist. Okay. Das hat Johann Wolfgang Goethe gesagt. Das hat er in seinem Buch auch gesagt. Okay. Aber ich denke, Zitate sind schön, ja. Olga. Aber wenn ich Sie so zuhöre im Interview und Sie reden über Kunst, dann brauche ich keine Zitate. Dann, das ist ein Problem auch. Nee, dann sind ja, Sie haben mir schon alles erzählt, dann, auch wie Sie über Ihre Kunst reden. Dann brauche ich keine Zitate, um zu sagen, Olga, danke für das Interview, danke auch für die Offenheit, wenn Sie mit mir geredet haben, dass wir sein dürften. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg als Künstler. Vielen Dank Ihnen, Herr Bach. Okay. Danke.